Du wirst am Samstag auf Nick Hein treffen. Du bist jetzt das erste Mal in Deutschland und auch in Europa. Was für einen Unterschied macht das für dich, nicht in Japan zu kämpfen? Ich bin das erste Mal in Deutschland und in Europa. Ich bin das erste Mal in Deutschland und in Europa. 대결을 하는데 일본이 아니고 독일에서 하는 시합을 하는 거에 대해서 어떤 다른 일본? 예, 갑자기 일본 얘기를 했습니다. 원래 뭐 원래 원정을 많이 뛰고 그래서 원래 원정 경기를 맨날 많이 뛰었거든. 뭐 일본 뭐 어디 캐나다 뭐 어디든 하나 원정으로 뛰었기 때문에 이런 분위기는 익숙하다고. Er sagt, dass er schon öfters jetzt im Ausland gekämpft hat und daher macht es für ihn jetzt keinen Unterschied. Also macht jetzt nichts Besonderes. Ja. Was bedeutet es für ihn jetzt auf Nick Hein zu treffen, der quasi das deutsche Zugpferd für die UFC ist? 그 지금 이제 독일의 MMA, 독일의 이제 어떻게 보면은 열차를 제일 몰고 가는 UFC로 몰고 가는 사람인데 독일의 이제 MMA 추세를 몰고 가는 사람인데. 그런 사람하고 이제 상대를 한다 이제 대결을 한다는 게 어떤 느낌이냐고. 저는 뭐 더 이렇게 유명하고 뭐 잘하는 선수랑 싸울 수, 뭐 싸울 더 잘하는 선수랑 싸우면 나는 더 좋다고. Für ihn macht es natürlich besonders eine große Freude, wenn er jetzt jemanden kämpfen kann, der schon der berühmter ist, sage ich mal, oder 내가 이겼을 때 더 많은 걸 얻을 수 있으니까. Also da er jetzt, also wenn er jetzt gegen ihn gewinnt, hat er jetzt natürlich auch was Größeres zu gewinnen. Da der Nick Hein schon in Deutschland viel bekannter ist halt, ne, als er. Nick Hein hat gesagt, er geht sehr davon aus, dass er den Kampf gewinnt. Das sagt natürlich jeder Kämpfer. Er hat auch gesagt, ein vorzeitiger Sieg ist realistisch. Was ist seine Antwort darauf? Nick Hein im Interview, der hat gesagt, dass er den Kampf 그 전에 이제 KO로 이길 것 같다고 이길 거라고 그렇게 얘기를 했다는 내용입니다. 그거에 대해서 어떻게 생각을 하냐고. 내가 KO로 이길 것 같다고. 나는 내가 1라운드쯤에 KO로 이길 것 같다고. 한 방으로. Er findet, dass er ihn in der zweiten Runde KO schlagen kann. Das ist doch eine gute Prognose. Dann danke fürs Interview, danke fürs Übersetzen und viel Erfolg am Samstag. Danke. Thank you.